Die haben uns, fuck. Er hat uns gesehen. Wir sind an ihm vorbeigefahren. Nervenkitzel des Todes. Ab geht it! Da hinten stand weiter, das Auto. Weiter. Natürlich werden die jetzt am Anfang Vollgas geben und ein bisschen mehr Kilometer zurücklegen an Strecke. Die haben so langsam bewegt jetzt die ganze Zeit. Weniger als wir berechnet haben. Ich glaube, wir verarschen die gerade richtig. Wir verarschen, glaube ich, gerade richtig die Jägerteams. Die rechnen niemals damit, dass wir jetzt so viele Meter gemacht haben auf dem Weg im Schutze des Nebels. Wir sind da wirklich auf dieser normalen Forststraße gegangen, eine Breite, wo man auch mit dem Auto fahren kann, und dachten, wir müssen jetzt Meter schrubben. Tatsächlich glaube ich, dass wir relativ safe jetzt gerade aufgestellt sind. Ich glaube ganz einfach, damit rechnet keiner. Niemals. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir packen es. Dünnschiss. Im Schnitt marschiert man in einer Stunde 4 bis 5 Kilometer. Das Gelände ist natürlich bescheiden, semi-bescheiden hier. Die werden trotzdem in der ersten Stunde Gas geben, haben wir. Ist jetzt wirklich die Frage, ob die verarschen oder nicht. Aber hätten die jetzt wirklich ordentlich Meter gemacht in den letzten 2 Stunden. Deshalb, der wird zwischendurch Wege nehmen, um halt Kilometer zu machen. Sonst kommst du nicht vorwärts. Also nochmal, wenn wir sie sehen, Hacke und ich springen raus. Ich hoffe darauf, dass Hanna ein Ticken langsamer ist, wie Sven ist. Dann kriege ich Hanna. Genau, ich renne hinter Sebo her. Das heißt, ist ja sobald wir einen haben, ist ja Team raus. Nein. Nein? Ich meine nicht. Herr Kameramann, weißt du das? Ein Aspekt, den wir wirklich berücksichtigen müssen, und deswegen glaube ich, die Geschwindigkeit hilft uns jetzt mehr, ist, dass die vorher immer einen riesen Raum hatten. Aber jetzt wissen die, dass wir unter 5 Kilometer vom Ziel entfernt sind. Das heißt, wir haben eigentlich keine Wahl mehr, außer Vollgas durchzuballern. Sebo piep einmal. Hanna, wir sind näher dran als Otto und ich. Wir schaffen es! Wir schaffen es! Dronic, Endgegner. Das sind die Endgegner. Ja, schönen guten Tag. Wir sind schon mittendrin, mitten im Geschehen, mitten im Regen vor allem. Was machen wir, um die beiden heute möglichst zügig zu kriegen? Wir haben ein sogenanntes Drone-Box-System. Dronic werden die größte Herausforderung für uns sein. Deswegen, ich habe es ja auch geplant, ich habe den Übungsraum ausgewählt, sind sie auch auf das letzte Drittel reduziert. Ja, wir haben hier eine M3T drin, das heißt, wir sehen das Ganze, es regnet, es ist wasserdicht, es geht auch bei Regen, bei jedem Wetter. Eine Drohne hat einen übelsten Impact. Zum Glück ist das Wetter, wie es ist, weil es wird auch Dronic vor extreme Herausforderungen stellen. Ja, und jetzt suchen wir die ganze Mal mit der Thermalkamera und gucken, ob wir mitziehen. Wir fliegen gerade einen halben Quadratkilometer ab. Voll aufpassen. Hier sieht über Wache einfach nur den Flugzeug bleibt. Ich sehe einige Wärme-Hotspots, die aber auch teilweise auf Tiere zurückzuführen sind. Aber es ist natürlich gleich bis selbst bei dem Feedwetter. Haben wir tolle Möglichkeiten. Wir müssen noch die Wehebach-Talsperre umgehen. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ein, zwei Risiken eingehen und dichte Bewüchse umgehen, um einfach mehr Meter zu machen.
Hier haben wir eine Ortschaft. Das ist halt Siedlungsgebiet. Kann Vorteil, kann Nachteil sein. Glaubst du, die trauen uns zu, dass wir da lang gehen? Dass wir einfach über die Staumauer Nachdem laufen? Nachdem du von Anfang an eigentlich darum gesagt hast, denken die Militärs vielleicht auch, dass du daher gehst, oder ist es umgekehrte Psychologie? Weil ich dabei bin, denken sie, okay, wir gehen dadurch. Das ist jetzt. Also ganz ehrlich. Meint Piep. Ich würde die Staumauer probieren. Ja, wenn wir uns da erwischen, haben wir eh. Und vor allem danach ist das Ziel, wir machen eine Menge Zeit gut und der Zeitfaktor spielt jetzt auch eine Rolle. Ich würde es riskieren. Das ist jetzt die Frage, ob wir jetzt wirklich Auto abstellen und den entgegengesetzte Richtung laufen. Wir sind hier unten. Mhm. Ich würde jetzt grob hier die Ecke anpeilen, beziehungsweise hier, weil so langsam müssten sie die Meter gemacht haben. Genau. Es geht links vorbei an dem See. Vermuten wir, genau. Weil dieses Gebiet hier, wo wir gerade abgetanzt sind, ne? Das ist echt. Da geht es hier so steil runter und steil hoch. Das würden die vermeiden. Die müssen also das durch Dorf laufen. Ja, oder ganz einfach auf der Staumauer. Genau, kurz vor der Staumauer herlaufen. Genau. Aber was mich irgendwie so ein bisschen positiv stimmt, ne? Mhm. Die anderen Teams sind alle bei uns in der Nähe. Außer Linus. Linus, das haben wir noch gar nicht einmal gesehen bis jetzt. Ja, vielleicht machen die auch Sturmwurst rum und warten am Zielort. Ich habe da hinten welche gesehen, die im Wald gelaufen sind. Jetzt müssen wir Meter machen. Entfernung zwischen uns bringen. Die haben uns bestimmt mit einer Drohne oder irgendwas aufgeklärt. Scheiße. Das könnte natürlich ein Fahrrad sein. Ja, ich bin hier. Das gibt's kommen. Ja, dann haben wir euch gehört. Wir hören das Bremsgeräusch. Fahrt mal weiter und ich pfeife, wenn ihr auf meiner Höhe seid. Ich sehe das Auto. Warte. Ach ja. Ja, kein Glück gehabt, war aber geil. Ja, unser Bauchgefühl sagt, die waren da. Also wenn ich wetten müsste, dann waren wir hier gar nicht so falsch. Hallo Lara. Wo seid denn ihr? Ihr seid doch so schön in den Wald gelaufen mit eurem Auto, das da in dem Waldweg steht. Ja. Ja. Waren wir nah dran, ja? Ne, also wir haben euch gesehen. Wir kamen leider nicht ans Auto ran, aber dann sind wir doch ein bisschen weiter rausgegangen und sind euch umgangen. Also ihr könnt dann jetzt die Sachen wieder packen und versuchen, uns das nächste Mal abzufangen. Ja, freu dich nicht zu früh. Ihr euch nicht. Viel Spaß noch. Tschüss. Lara, ja? Ja, der Sebo hat uns gerade, also mich gerade angerufen und er hat mir gesagt, dass ihr sehr nah dran wart. Also er hat das Auto gesehen, er hat auch leise gesprochen. Die beiden sind da oben, das andere Auto ist da oben. Mhm. Dann fahren wir jetzt, wir fahren genau richtig. Ja, dann sagst du, die Frage, die hier irgendwo im Wald liegen. Ne? Die Lara kann mit dem Fahrrad hier auch in die Richtung fahren. Warte mal, ich poste mal unseren Standort. Ja. Ich habe alles geteilt, bis gleich. Jo, ciao. Hoppla, haben wir ein bisschen in Wespennest gestorben. Sagt Bescheid. Wir sagen, es war knapp. Und wenn er jetzt unabhängig von uns anruft und sagt, es war knapp, jetzt fahren wir zurück. Weil wir auch davon ausgehen, dass er nicht damit rechnet. Weil er muss uns ja weggefahren sehen haben. Ja, und jetzt hoffen wir, dass wir ihn dann doch überraschen. Okay, ab geht's. Wir haben sie jetzt, glaube ich, gleich.
Bobo! Hanna! Zeigt euch! Ja, mal schauen, ob die uns auch hören. Das war das Team Linus. Ich hoffe, ihr habt das Auto gesehen. Psst. Ich lieg hier. Sebo. Voller Körper. Da Team Linus einfach nur mit dem Auto vorbeigefahren ist, können wir jetzt auch in einer gewissen Lautstärke kommunizieren und gehen einfach hier runter, wie als ob das Normalste der Welt wäre. Wie eine schöne Wanderung. Ich bin skeptisch bei dem, was Sebo gerade sagt. Ich bin echt skeptisch. Es ist einfach... Irgendwann brauchen wir auch mal Gegner. Einfach Leute, die uns wirklich unter Druck setzen. Team Crazy Monkeys. Ich befinde mich jetzt auf dem Pickup, auf der Ladefläche und versuche ein bisschen was höher zu sitzen, zu stehen, dass ich vielleicht jetzt irgendwen irgendwie sehe. Ja, das ist unser Plan. Wenn nochmal was ist, ich melde mich. So, wir starten jetzt die zweite große Fahrrad-Action. Fahren hier am Stausee entlang. Mal gucken, ob wir es so jetzt kriegen. Wir können uns auf jeden Fall ein großes Feld, ein großes Gebiet abdecken. Machen wir die Kamera wieder aus, um ruhiger zu sein. Warte, warte! Hanna! Verfolgt. Wir sind in die falsche Richtung gefahren. Ich hoffe, ich hab's drauf. Ja, da haben wir scheinbar nicht ordentlich geguckt. Das hat mich schon sehr, sehr, sehr geärgert, weil prinzipiell bin ich ein sehr ehrgeiziger Typ und dass die dann wirklich in greifbarer Nähe zu sein schienen, das hat mich schon sehr geärgert, dass wir sie dann da nicht gekriegt haben.
Guck mal hier, da sind immer wieder Höhenmeter drin, siehst du, hier hoch, wieder runter, hoch, runter. Aber wenn du jetzt nicht viele Höhenmeter mehr machen willst, dann musst du relativ an den Wanderwegen entlang gehen jetzt. Jetzt guck mal hier, dieses Stück, da rennst du nur bergauf. Ja. Das heißt, wenn die hier lang laufen, werden die nicht hier den Berg noch hochlaufen dazu. Dann werden sie hier den machen, stimmt. Na, dann stellen wir uns oben hin und halten die Klappe. Und Kiano und ich werden hier unten irgendwo uns hinpimmeln. Das heißt, wir verstecken das Auto wahrscheinlich ein Stückchen runter. Wir nehmen noch einen Akku mit. Sollten wir hinkommen. Ihr wisst Bescheid, dass ich die ganze Zeit verpixelt werde, ne? Viel Spaß und Knick. Das ist immer so eine Geheimwaffe. Das Pferd, was wir quasi haben, das Quadrat, ist natürlich ein Vorteil für uns. Wir können halt mal zwischengreifen. Wir haben ein Fahrzeug, was relativ schnell ist. Können halt mal in kleine Wege rein und können halt schneller reagieren. Ist die abgebogen? Ja, komm, komm. Leg dich hin, hinlegen, hinlegen, Wir müssen nur noch hoch. Versteck dich, versteck dich. Es ist zwar nicht das Ziel, aber es war unser Ziel, Hanna, oder? Ja. Wir haben es danach noch ein bisschen Ziel. Aber tatsächlich ich bin fast fertig. Ich bin so glücklich, Hanna. Komm mal her. Ja, ja. Geil. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Otto, ich hoffe, dir geht's gut. Ich kann dir nur sagen, es ist mega geil. Oh Mann, ich habe die ganze Zeit an euch gedacht. Ich denke so, oh Mann, wie gern wäre ich dabei. Ich habe heute Morgen den Regen so gehört, aber ich habe erst bis spät Vormittag. Ich habe einfach platt gelegen. Aber ich glaube, es war eine gute Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Auch wenn ich super gern dabei wäre. Oh Mann, ey. Oh, läuft also bei euch, ja? Wir sind bis auf die Unterhose nass. Ja. Aber ist geil. Wir wünschen dir gute Besserung. Ja. Weil ich habe auch eben gesagt, so kaputt habe ich dich noch nie gehört. Und wir kennen uns echt schon Ewigkeiten. Ey, ich habe das noch nie so erlebt. Eine Woche lang so down zu sein, noch nie gehabt im Leben. Das ist echt krass, ey. Ja. Also, ey, danke, danke. Ey, genieß das, gib Vollgas. Und beim nächsten Mal sehen wir in alter Frische, ey. Zeig's den Jägern.
scheiße. Wir standen, wir waren mehrmals am Damm und die sind echt über den Damm gelaufen, an uns vorbei. Keine Ahnung, wie sie das wieder gemacht haben, aber anscheinend läuft das den ganzen Tag so. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, ey. Die umlaufen uns den ganzen Tag, keine Ahnung. Ja, wir fliegen gerade mit zwei Drohnen parallel. Wir fliegen in zwei verschiedene Richtungen, also dass wir so viel Fläche wie möglich auf einmal aufklären können. Bis jetzt haben wir sie leider noch nicht gekriegt, aber wir sind zuversichtlich, dass wir sie gleich kriegen und hoffen darauf, dass wir gleich eine Wärmesignatur irgendwann auf dem Bildschirm haben. Aber es ist auch bei den Konditionen echt schwierig, selbst mit der Wärmebildkamera durch die Suppe was durchzusehen. Da sind zwei Leute. Wir haben sie. Ja, ich weiß, dass die hat uns. Die rennen. Jetzt teilen sie sich, sie teilen sich auch. Zwei. Tatsächlich hatten wir immer einen Plan, was passiert, wenn. Was passiert, wenn wir jetzt gesplittet werden? Wo treffen wir uns? Wann ist das Zeitfenster, wo wir uns an diesem Treffpunkt vorfinden und dann auch irgendwann entscheiden müssen, ich mache alleine weiter. Die Drohnen haben uns! Die Drohnen haben uns! So eine Scheiße! Diese Drecksdinger! Und dann haben wir aber tatsächlich nicht über die Drohne gesprochen. Die Drohne hat mich. Sie hat mich. Die Drohne hat mich. Zur Drohne gesetzt, die Kapuze aufgesetzt, um möglichst wenig Wärmesignatur zu geben. Ich bin gespannt, ob es klappt. Wer hat mehr Geduld, der Drohnenoperator oder ich? Heilige Scheiße! Keine Ahnung, in welches Loch ich da gekrochen bin. Und dann habe ich gewartet und gewartet, weil mein Plan war, dass halt einfach die Kamera denkt, also die Drohne denkt, dass ich im Dickicht verschwinde und sie mich dann weitersucht. Und ich habe aber 10 oder 15 Minuten gewartet. Ich kann mich hier nicht wegbewegen, Leute. Die Drohne ist weg. Die Drohne ist weg. Wenn ich jetzt wandern. Ich robbe jetzt weiter. Ich muss hier weg. Die Zeit läuft gegen mich. Die Schlinge zieht sich enger. Die Jägerteams sind in der Anfahrt, hundertprozentig. Ich muss hier weg. Ich muss alles riskieren und versuchen jetzt die Blickverbindung zu brechen und dann neu anzusetzen.
glaube, ich konnte sie abhängen. Ich hoffe, Hanna hat genauso viel Glück. Ich hätte jetzt auch gern einen Kompass wie Sebo, damit ich einfach weiß, dass ich stumpf in den Norden gehen kann. Habe ich nicht. Muss mich jetzt mit meinem Handy orientieren. Ja, aber es wird schon. Es wird schon, es wird schon, es wird schon. Team Lara, ja, wir sind hier mitten in der Pampa. Also, Markus hat einen Platten. Und ja, wir sind, unser Team ist ja auch disloziert. Wir haben uns ja aufgeteilt. Wir sind viel zu weit weg, um da jetzt noch hinzukommen. Deshalb drücken wir jetzt den anderen Teams auf jeden Fall die Daumen, dass sie die noch finden. wir werden es vermutlich nicht sein, aber hey, dabei sein ist alles. Ich habe Sebo gefunden. Alter Schwede. Da ist die Kämpferin. Da ist der absolute Profi. Was ist die denn für ein geiles Biest? Hammerhart. Kurz noch in die Pitstop gehen, auch wenn alles trotzdem nass ist. Wir haben the reunion of the team. Geil, 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 geil. Und jetzt rocken wir es zusammen. Was war das? Geil. Die letzten Meter. Unser Plan wird heldenhaft scheitern, aber wir haben den Mut, uns den Jägern entgegenzustellen. Ich bin wieder im Modus. Da ist die Burg. Da ist die Burg. Ich hoffe, ihr seht es. Wir sehen den Zielpunkt. Hanna, komm nochmal her. Geil. Komm, Gas. Wir haben sie, sie sehen die. Team Linus sieht sie. Team Linus sieht sie. Finger, Quatsch, 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 Finger, Quatsch, 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 Quatsch. Warum laufen wir? Oben, Scheiße, sind sie nicht. Alles gut. Wir dachten, ihr wärt der Sebo. So, Leute. Wir sind echt kurz vorm Ziel. Jetzt kommt noch mal die heiße Phase.
Hab Hanna! Hanna ist hier! Ampel! Ja, super geil, wir haben halt gewonnen. Ist, na, als Underdogs im Endeffekt gegen im Endeffekt ausgebildete Bundeswehrleute. Super cool. Wir hatten einfach unseren Spaß. Wir wollten eben mit Spaß hier hingehen und unser, ja, unser Name ist ja schon Crazy Monkeys. Wir sind halt ein bisschen verrückt und uns fehlt immer Spaß im Vordergrund und das hatten wir heute auf jeden Fall komplett. Also wenn es euch gefallen hat, geht auch gerne zu Hanna auf dem Kanal. Lasst da ein kostenloses Abo da. Lasst ein Like für ihre geilen Formate da. Sie ist ein absoluter Profi mit einer extremen Kompetenz in ganz vielen Bereichen. Es war eine unglaublich geile Erfahrung. Ich bin super dankbar, dass ich dabei sein durfte. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst auch gerne hier ein kostenloses Abo. Ich bin gespannt, wie die Reise mit Catch Me weitergeht. Wir werden auf jeden Fall ein Catch Me 3 in Angriff nehmen. Ich hoffe, nach überstandener Krankheit, dass Otto wieder mit dabei ist. Man sieht sich im nächsten Video. Euer Sebo.